Herrat. It's me. Herrat. It's me. Herrat. Anton. Herrat. Anton. Herrat. Ja. Herrat. Ja. Herrat. Was ist? Oh Mann. Yo Leute, was? Oder ey, warte mal, Anton, du hast mich schon aufgeweckt, weißt du was? Dann komm, mach mal mein Intro. Hey Leute, herzlich willkommen bei einem neuen Video. Digga, das kann doch nicht dein Scheiß Ernst. Anton, für die Zukunft, da muss viel mehr Gefühl rein. Yo Leute, was geht? Und willkommen bei einem neuen Video. Digga, hast du gesehen? So geht das. Oh Mann. Spaß Leute, schöne Grüße an den Anton. Peace, Digga Leute, checkt mal sein Video ab. Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Und Leute, fangen wir mit dem Video an. Yo Leute, seit einiger Zeit geht meine Nummer rum und ich habe euch immer drum gebeten. Ey Leute, bitte hört auf damit. Lasst den Scheiß doch einfach. Lasst es einfach sein. Oh Mann. Und gestern hat mein Kollege Emi ein Video hochgeladen, wo er mich geprankt hatte wegen meinen Haaren. Und dann wollte er sagen, ich rufe Herrat an, hat sein Handy gezeigt und dort hat man meine Nummer gesehen. Nochmal kurz an dich, Emi. Bist du eigentlich geistig bescheuert, um einen scheiß verfickten Nummer auszublenden? Oh Mann. Und innerhalb von ein paar Minuten kriege ich über 100 Anrufe. Mir schreiben so viele Leute, Digga, was geht und so. Und Leute, ohne Scheiß, hört doch einfach auf, mir zu schreiben oder mich anzurufen oder sonst irgendwas. Ich kann nicht mal an mein scheiß Handy rangehen, weil ich andauernd anonyme Anrufe bekomme jede Minute. Andauernd auf WhatsApp irgendwas geschrieben bekomme. Ey, Herr Ratsch, ich will dich nicht stören, aber ey, ihr schreibt mir gerade. Dann stört ihr mich doch schon. Ihr schreibt mir, yo, was geht, Digga, oh mein Gott, du bist der... Leute, erstmal danke für die Komplimente, aber hört doch auf, mir zu schreiben, das fuckt nach einer Zeit so übertrieben ab. Und wenn mich dann manche anrufen, ich gehe normalerweise so oder so einfach nicht ran. Und wenn ich rangehe, ey Leute, denkt ihr, ha, hey, was geht? Cool, dass du mich anrufst, Mann. Ja, Mann, Digga, nein. Nein, natürlich nicht, Leute. Oh, Mann. Da schreie ich euch dann an und sage, ey, lasst den Scheiß, hört auf, mich anzurufen, bitte nervt mich nicht. Leute, und wenn ich anfange, euch zu beleidigen, Leute, wisst ihr, das ist dann rein aus Emotionen. Ich habe aus Emotionen gehandelt. An dieser Stelle schöne Grüße an Chaos Freak. Ich feiere den Typen. Oh Mann. Nein, Spaß, Leute, wirklich. Wenn ich anfange zu beleidigen, dann ist es rein aus Emotionen. Ah! Oh Mann. Nein, Spaß, schöne Grüße an Chaos, Bro. Leute, wirklich, erwartet von mir nicht, dass ich euch zurückschreibe oder euch schreibe. Jo, Digga, was geht? Oh, so cool, dass du mich gerade anrufst und alles. Nein, Leute, das fuckt wirklich so übertrieben ab nach einer Zeit. Und ich habe mir gedacht, ey, weißt du was, hat sowieso gar keinen Sinn mehr. Ich habe diese Nummer, die ich jetzt hatte, seit ungelogen 5 Jahre oder wenn nicht sogar noch länger. Und die Nummer haben all meine Freunde und alles. Jetzt muss ich meine Nummer ändern wegen irgend so ein paar Vollidioten, die mich andauernd anrufen. Klar, Fans hin oder her, vielen Dank, aber hört doch auf, mich einfach anzurufen. Dann gehe ich auf meinen Instagram-Account und sehe unter den ganzen Bildern, kann ich euch mal ganz kurz zeigen, Leute. Hier heißt Herrat Eis Nummer, oh mein Gott, kann mir einer seine Nummer geben? Ich kenne die, Herrat hatte bla. Oh Mann. Leute, ernsthaft, ich schreibe unten in den Kommentaren, ey, gib mir mal Herrat seine Nummer, hey, ich hab seine Nummer, ich hab seine Nummer, ey, gib mal bitte her, gib mal her, Mann. Boah, nee, Mann, ich geb sie niemandem, nee, ich hab seine Nummer. Leute, ist das euer verfickter Ernst, Alter? Lasst doch die Scheiße einfach sein. Was bringt euch das, wenn ihr meine Nummer habt? Was bringt euch das? Seid ihr dann cool? Oh mein Gott, jetzt muss ich wirklich meine Nummer leider nach so vielen Jahren ändern. Das tut einfach nur weh. Oh Mann. Aber ab heute kann ich sagen, ich hab eine neue Nummer, ich hab eine Nickel-Nagel-neue Nummer. Ich hab eine neue Nummer, ich hab eine Nickel-Nagel-neue Nummer. Ich hab eine neue Nummer, ich hab eine Nickel-Nagel-neue Nummer. Nummer. Ja, Leute, ich habe mir eine neue Nummer besorgt. Die werde ich jetzt die Tage benutzen und meine alte dann sehr wahrscheinlich wegschmeißen. Und ja, Leute, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt es geschafft, dass ich mir eine neue Nummer besorge. Und ja, wenn ich euch mal auf der Straße sehe oder so, ich nehme mir die Zeit für euch. Wir machen Fotos, ich gebe Autogramme, ich grüße eure Freunde und. Ich lasse mir wirklich, Leute, so viel Zeit, bis der letzte weg ist. Aber sowas geht gar nicht, Mann. Sowas geht null. Ja, Mann. Und ja, Leute, das wollte ich einmal ganz kurz gesagt haben, Freunde. Folgt mir doch mal einmal auf Instagram, Freunde, und auf Snapchat und beides ist ja zusammen. Folgt mir auf Instagram und Snapchat, Freunde, und ich möchte mich einmal ganz herzlich bei euch allen bedanken. Wir haben auf Instagram die 100.000! Oh Mann. Ja, Leute, vielen Dank dafür und ich würde sagen, wir sehen uns morgen bei einem neuen Video wieder. Macht's gut und haut rein. Peace.